In diesem Video schauen wir uns an, wie die Synchronisation von Kalender, Mails und Adressbuch unter Windows mit GMX klappt. In diesem Video benutze ich dazu den EM-Client. Das ist auch mein empfohlenes Programm, um das zu tun. Mit Outlook wird es nicht gehen, weil der nur IMAP unterstützt und nicht CardDAV und CalDAV. Und das braucht man eben für die Kalender- und Adressbuch-Synchronisation. Deshalb gehen wir jetzt hier in unserem GMX-Konto als erstes mal auf Einstellungen. Klicken hier zu den Einstellungen und links dann auf POP3 und IMAP-Abruf. Jetzt müssen wir das erstmal erlauben und klicke hier auf Speichern. So, jetzt geben wir noch das Capture ein und jetzt wurden die Einstellungen erfolgreich gespeichert. Ich wechsle jetzt hier zum AM-Client, Link in der Videobeschreibung, und hier oben gehe ich mal auf das Menü und auf die Konteneinstellungen. Jetzt gebe ich hier meine Mailadresse ein, die ich bei GMX habe. Und mit Start Now versucht er sich dann die Konfiguration selber zu holen und jetzt kommt noch das Passwort. Und jetzt hier auf Weiter. Das lasse ich jetzt erstmal so. Next. Und er erkennt jetzt automatisch, dass er sich bei GMX Mail, Kalender und Kontakte holen kann. Ich gehe mal auf Finish. Und hier oben habe ich jetzt mein GMX-Konto hinzugefügt. Ich sehe auch schon in der Inbox, dass ich jetzt Mails bekommen habe. Und jetzt schauen wir uns noch an, ob das mit dem Kalender geklappt hat. Dazu muss ich hier ein bisschen aufpassen. Hier den lokalen will ich ja nicht mehr benutzen, sondern hier den GMX. Und da steht jetzt hier mein Kalender. Den hake ich einmal an und trage auch einen Termin ein. Das gleiche gilt natürlich für Kontakte. Auch da werde ich mal einen Test anlegen. Und wir prüfen jetzt mal im Webinterface, ob das alles angekommen ist. Als erstes schauen wir im Adressbuch. Da gibt es jetzt hier den neuen Kontakt Use von der Firma Full. Ja, passt. Also das hat synchronisiert. Und das gleiche jetzt nochmal im Kalender prüfen. Und auch da ist der Testtermin angelegt.